Wir gehen ein bisschen weiter vor, oder? Wir können uns selber sehen, ob das passt dann. Hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Dana Schons, auf der Suche nach neuen Abenteuer. Mein Name ist Justus König, bekannt als Dana Schons der Abenteurer oder Katja Merker. Der Justus König, der YouTuber, der Abenteurer aus Würzburg. Und das ist Kumpel. Das ist der Benz. Und wir sind jetzt hier heute in der Frankfurter Innenstadt am Abend am Opernhaus und machen hier unsere Tour. Viel Spaß an den Zuschauern, danke, dass ihr einschaltet. Let's play Video. Bleibt dran, es wird spannend. Viel Spaß. Wenn es hier in Frankfurt ist, geil, jetzt sind die Beine. Schön, das hat gruselig gehört. Schauen wir mal, ne? Das ist ein bisschen gefährlich. Vielleicht kommen auch Schwester, Geister. Spaß muss sein. Nimm keine Nein, das ist einfach eine schöne Tour. Es hat Spaß, ja. Es ist nur einfach eine schöne Abendtour. Genau. Schönen Abendtour, Leutchen. Wunderschön. Mein Hemden. Du weißt doch, oder? Nee, mein Hemden. Wie in Nürnberger. Meine Hemden. Ich sage immer das so, das ist das New York von Deutschland, Frankfurt. Denn hier wurde auch ein Film gedreht. Den kann jeder gerade nicht weiter. A-Team. Genau, und so. Das sind die wunderschönen Rollenkratzer. Da gibt es aber neue, gell? Neue, ich zeig dir das vor noch, das große, das ganz neue. Da gibt es auch hier den Skyline, da kann es ganz hoch gehen, mit dem schnellsten Aufzug hier. Der Rhein Tower. Sehr schöner Aufzug. Ja, hin, ne? Da gibt es auch diesen, den gibt es hier, die Römer, der Römerberg mit den Römer, Dinger, Eisner Eisner Steg. Würde ich sagen, let's go, oder? Let's go. Let's go. Let's play. Aber beginnt jetzt. Action, Action, Action. Sebastian, du musst was sagen, wenn du Lampen musst. Nicht nur Handy halten und filmen. Du musst jetzt einfach geradeaus weiterfahren. Einfach geradeaus weiter. Der BMW fährt gut, gell? Der ist gut, ja. Du hast mal TÜV drauf, gell? Ja, hat der Gabriel gemacht. Sonst kann man nicht nach Frankfurt gehen. Schau mal nach oben. Achso, du musst ja fahren. Ey, wie soll ich nach oben gucken? Ja, stimmt. Du hast eine Kamera. Guck du mit Kamera rum. Ja, stimmt. Ja. Du sollst nur mein Handy halten. Das ist alles, für was du möchtest. Ja, ich sehe das, ne? Ich filme jetzt mal nach oben, ne? Nach unten, genau. Super schön, oder? Ja. FFM. Sehr schön. Wir noch geradeaus fahren? Ja, du bleibst einfach hier auf der Spur und dann einfach geradeaus weiter. Ja. Das ist schön hier, ne? Das ist einfach geradeaus weiter, Justus. Alles klar. Aber schön gemütlich mit Diesel, oder? Ja. Elektroauto. Hört man sofort. Ich schaue jetzt gleich mal da vorne, ob der Main Tower offen hat. Ja, ich muss fahren, du musst schauen. Ja, ich schaue gerade mal. Oh, da stehen sehr viele Leute an. Guck mal da hinten, die stehen bis hinter. Ja. Siehst du das, wenn du gerade fährst? Ja. Gott. Katastrophe. Na, ob wir da auf den Main Tower kommen, ne? Ja, müssen wir anstellen einfach. Ja, klar, das passt schon.
bist du eine Aufnahme, dann gar nicht. Ja, ich will kurz mit meinem Foto machen noch. Wo bist du? Da ist die Opa, hast du gesagt, gell? Ja, das ist die alte Opa. Wenn du hier an gehst, hast du die komplette Frau. Wunderschön. Sehr schön. Hier, wunderschön. Sind wir nicht da hochgefahren, Sebastian, mit einem Glasaufzug? Richtig, da können wir auch mal hochfahren, wenn du willst. Aber wir dürfen. Wir dürfen. Wir fragen einfach ganz nett und lieb, oder? Dann frag. Du musst einfach nur ganz lieb wegzugucken. Einfach nur nett sein. Ja. Dann sind wir noch hier. Ich sag was, das Ding verdeckt hier alles fast. Also das Ding verdeckt eine Menge. Ja, da war früher doch dieser Weihnachtsmarkt, ja. Weißt du noch? Ja, der Winterzauber hier. Genau. Der verdeckt ein bisschen die Sicht. Sonst kann man die Hochhäuser noch da hinten, die Ecke noch schön raufgekommen, weißt du schon? Das ist dir. Pass auf. Guck, das hat er verdeckt. Ja. Das da, das schön. Die schönen Hochhäuser hinten. Haben diese Dinge verdeckt. Und das ist doch die teuerste Einkaufsmeile, oder? Neu Rothof. Das ist doch die teure Einkaufsmeile, gell? Ja. Können wir die angucken mal? Ach, das ist die Main-Tower, gell? Ja, Main-Tower ist aber. Das macht dazu, gell? Ja. Ja. Das macht dazu, müssen wir hingehen. Ist der Schlange ansteuern, dann macht er wieder zu, gell? Sonst sind wir. Ich glaube, der hat bis 23 Uhr offen oder so. Ja, schon mal so. Boah, das ist schön. Wo ist hier? Ist doch hier eine Rundkratzer ein Terbe, habe ich gelesen. Eine Terbe? Ja, glaube ich, irgendwas. Wikipedia oder sowas, habe ich irgendwas gelesen. Oder ich habe angegeben, Terme. Hat also eine wunderschöne Terme, die eine Rundkratzer drin ist, aber ist ja auch sehr teuer dann. Ist es so, könnte so ein Ding dazu, privat oder? Ja, die Therme ist ja auch Sauna und so, ne? Das war keine Sauna, das war nur eine normale ohne Sauna-Therme. Okay. Schon dreimal einfach nur Schwimmbecken, toll ist und alles. Ich weiß nicht, das könnte auch ein Fake-Eintrag gewesen sein. Manchmal gibt es halt Google Maps auch Fehleinträge. Das schon die Einträge. Dann gehst du hin, denkst du, das ist ein guter Ort und da ist das da und dann ist da gar nichts. Hat einer. Was war ich eingegeben und hat Bilder zugefügt, woanders sind. Wie schön sind die Häuser hier, die Hochhäuser. Ist das eigentlich die Vorzeigestraße? Da viele Leute hier so bum bum bum. In Autos sage ich, dass ich ein Auto habe. Neue Mainzer Landstraße. Ja.
Rahngeberstraße. Lange ist lang. So Leute, wir haben uns entschieden, jetzt wieder weiterzulaufen. Dann ist ja so lange Schlange, dass du da ewig da anstellen. Die geht auch noch so einmal zurück, ne? Die geht vor und dann wieder. Ja. So eine ewig lange Schlange. Deswegen gehen wir lieber weiter. Vielleicht, wir gehen jetzt zur Stadt, ne? Und dann kommen wir wieder zurück und dann schauen wir, ob auch vielleicht weniger ist. Und dann gehen wir hoch. Also wir wollten hochgehen, haben uns angestellt, aber dann so lange Schlange, müssten wir eine Stunde oder zwei Stunden warten. Da kommen wir lieber bis später mal her und schauen, ob es bis erst also. So, genau. Das Gebäude vor. Das Gebäude ist fast so groß wie du. Warum? Vor. Achso, ja. Ich habe verstanden, dass so groß das Gebäude wie ich. Das Gebäude ist fast so groß wie du. Ja, wieso denn? Das war Spaß. Ja, weil du groß bist, ne? Achso, ich bin Godzilla. Du hast hier die Stadt durch. Ja, der Pokémon sagt immer als Godzilla. Das sind Fitness. Das ist New York. Das sind. Ja, New York. Das deutsche New York. Das sind Fitnessgeräte drin. New York, Justus. Ja. Ja, am besten. Ja. Von dieser Commerzbank. Das beste Bild, Commerzbank, gell? Mhm. Yeah. Schau mal, da hoch ist das. Ja. Pass auf, dass du nicht hinten runterfällst, gell? Sonst geht's hier ziemlich runter. Einfach cool. Irgendwie funktioniert, dass wir so da stehen und dann diese Dinger hinter uns stehen. Das ist schwer einzustellen, aber yeah! Die Dinger sind hinter uns. Müssen wir noch so da stehen und wem stimmt man? Yeah. Schön. Was ist das für ein Platz? Was war denn das jetzt? Hä? Nicht von mir. Irgendwas. Wie heißt der Platz jetzt eigentlich? Lütteplatz. Ah.
Sind die schön, die Hochhäuser. Das ist der Adventure-Turm, oder? Adventure. Ja, vor. Ja. An den Adventure-Turm gibt es vielleicht von Lego, gell? Ja, ich weiß. Haben wir auch gesehen in Nürnberg? Ja. Das heißt ja, Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Dann sind wir auf Suche nach neuen Abenteuern in Frankfurt, gell? So schaut's aus. Immer neues Abenteuer, immer dahin, dahin, dahin. Das schaut mir cool aus hier. Einfach Frankfurt schön. Das deutsche New York. Viel los. Ja. Und zwar sehr langweilig, oder? Immer viel los hier. Und sonst stand hier auch der Weihnachtsmarkt, oder? War hier gestanden, oder? Vorne beim Goetheplatz. Aha, ja. Da wo die Eisenbahn war und die Klippe. Ja. Und die Pyramide. Ja. Ich höre die Straßenbahn. Du bist noch eine Straßenbahn gefahren. Ja, ich höre noch eine Straßenbahn. Unter dir ist die U-Bahn. Ja. Aber ich habe so eine Straßenmaschine gehört von. Hier. Hörst du es? Ah, Musik. Ich glaube, die singen. Das ist Gesang. Nee, ich habe von einer echt Straßenbahn gehört, sowas wie die Witzbühl. Vielleicht war einfach von Don. Willst du auf dem Römerplatz? Ja, da kann man gut essen, oder? Ja. Ich habe noch nichts gegessen heute. Fehler. Das ist ein Fehler. Ja, ich kann nicht mittags essen. Das ist ein Fehler, Justus. Du musst immer noch gewöhnt, abends zu essen. Jetzt wird sie voller. Ja. Schau mal, du kannst jetzt rechts laufen, rechts runter. Hä? Wenn du rechts runter gehst, kommst du zum Römerberg. Und da vorne nicht? Hä? Da vorne? Da kommst du nur weiter bis zur Konstabler Wache. Achso. Da kommst du zum Römerberg. Ja, das ist schön. Das ist ja schön hier. Ja, Stahl ist. Willst du da reingehen? Nein. Ich meine, ich fand das ja schön. Die Fassade. Hä? Die Fassade. Ja. Die Beleuchtung. Das ist schön Weihnachten, Weihnachten ich das mal nicht. Ja. Und da vorne aus Rotes ist das auch Wache, oder? Schau mal an, schau mal an. Schau ja? Mal an. Ah. England ist auch da, guck, England. Ja. Das sind die Wachmänner, oder? Ja. Ich meine hier, guck mal, die Fassadebeleuchtung, wie schön. Ja, ist das schön. Und Lego-Tasche. Ja. Willst du mal da rein in den Laden, in den großen Laden? Brauchen wir nicht. Achso. Aber da kommt nichts mehr, das ist nur noch Einkaufsstraße. Ja, dann gehen wir wieder zurück wieder. Wo warst du? Römerberg, oder? Ja, klar. Du läufst so aus, ich laufe hinterher einfach. Du kennst dich am besten hier aus. Ja, mittlerweile du auch, oder?
Ich war schon auch schon hier. Ja, wir waren doch Weihnachten hier. Letztes Jahr. Ja, ein bisschen. Schon wieder vergessen. Kostenloser Kalender, christliche. Straßenbahn. Voll schön hier. Mit der Übergang mit Brücke. Cool, eine, ne? Hausverbindung mit anderen Hausverbindungen von Brücke. Aus, gell? Das ist mir auch letztens aufgefallen. Das ist echt voll cool. Wenn man sieht, kann man ein bisschen weiter vorlaufen mit der Kamera. Das Leute auch sehen können besser. Das ist ein Haus mit einem Haus verbunden mit einer Brücke, Art Brücke. Das ist echt cool. Die Straßenbahn machen durch. Ja. Und oben kannst du auch drüber laufen, guck. Ja. Wenn wir davor, wenn wir davor gehen, können wir noch das eine betrachten, noch besser. Das ist der Ratskeller. Ja, das ist echt schön gemacht. Weißt du, was das jetzt für ein Gebäude ist hier? Ausgestellt. Ja. Architektur. Echt schön. Gut. Das ist die Straßenbahn hier. Hallo. Oh, der kann vorne und hinten fahren. Ja. Hast du gesehen? Wir haben zwei. Ja. Türen, links und rechts. Zwei Fahrkabinen. Ja. Und der Weihnachtsbaum steht noch. Ja. Die wunderschönen Fachwerkhäuser. Wo ja einer geschrieben hat im Facebook, das wären Fake-Fachwerkhäuser. Die wurden nur wieder aufgebaut, weil die zerstört worden sind. Und ich finde, es schaut gar nicht nach Fake aus. Es schaut eigentlich jetzt wieder so aus, wie es früher war. Meiner Meinung nach. Was sagst du? Da müsste ich, die schauen alles optisch gut aus. Aber da muss man genau hingucken, ob das Holz auch echt ist. Wenn der Mann, das ist Fake, dann wäre das Holz auch nicht echt drin. Aber guck mal hier, die Decke sieht man noch da drin. Meinst du, das ist Fake? Oder meinst Nein, du? Ich meine. Fake wäre, wenn das Holz da vorne kein Holz wäre, sondern Plastik, ja, oder. Genau. Oder nur auch. Wir schauen uns das mal näher an, ne? Ja. Sowas musst du eher näher angucken, ne? Und ja, weißt du, warum hier okay, so ein Hügel ist? Ciao. Weißt du, was das bedeutet? Ist so ein Hügel hier? Das ist der Römerberg. Es kann sein, dass es kein Holz ist, sondern nur gemahlen ist oder sowas. Ich gehe das doch jetzt selber mal auf die Spur, ob das Fake ist. Das muss man genau hingucken, ne? Holz. Das ist echt. Siehst du, da ist das so gesprungenes Holz? Ja. Das ist echt? Ja, es könnte sein, dass das nachgerüstet ist. Aber ich sehe diese. Bei der Decke sehe ich doch da oben die Holzdinger an der Decke. Mhm. Aber hier sehe ich keine Holzdinger. Doch, hier? Da unten sehe ich wieder Holzdinger. Schau mal genau hin, da oben. Da siehst du ja doch das da oben, wo das Rote ist. Ja. Da siehst du doch, dass das so wie Holz. Ja. Also soll es hier Fake sein. Also wenn es genau anguckt, das schaut aus wie echt und es könnte sein, du hast gesagt, die wurden mal zerstört, oder? Es wurde neu aufgebaut, ja. Zerstört, aber ein alte Fachwerkhäuser müssen auch wieder restauriert werden. Dann müssen die Bike ausgetauscht werden und alles. Ja, klar.
Also Fake. Dann ist es echt gutes Fake. Nachbau. Gell? Ja. Können wir hier irgendwo da essen? Irgendwo? Ja, Stadtwurst. Zum Hocken oder zum Draußen? Zum Mitnehmen und Laufen. Ey, da hab ich keine Lust zu essen. Auch das. Laufen lassen, da ist es. Jetzt hier über den eisernen Steg. Das ist die Brücke hier. Was ist da unten drunter? Runter. Aufzug? Das ist ein Aufzug nur, der geht nach oben. Ach, soll ich da runter? Nee, der geht nur auf das Deko. Schade. Ja, stell dir doch unten drunter, dass da ein Durchgang wäre. Guck mal, der ist zerstört. Oh. Stell dir vor, wenn du da Aufzug runtergehst und dann ist so ein Durchgang. Ja. Unter den Fluss laufen. Gibt's. Weiß ich. Gibt's hier. Ja, weiß ich, aber wo? Bei der. Weißt du noch die Brücke, wo wir drüber gefahren sind? Ja. Da unten drunter gibt es einen U-Bahn-Tunnel. Ja? Also oben drunter? Nee, aber der ist manchmal geöffnet. Ja. Also ich weiß, dass es sowas gibt und hier auch und woanders. Hab ich mal gehört. Hey, der Ron und Mo hat hier geschrieben. Cool. Cool, ja. Ne? Weißt du, was er gemacht hat? Der Anlauf genommen, ne? Ist hier drauf, hier. Ist hier hochgerannt und dann in den Main gesprungen. Okay. Ist es nicht hier zu hoch zum Mainspringen? Anscheinend. Hat es zuerst gemacht. Kein Hochwasser hier. Okay. Aber kann ich nicht empfehlen. Was ist das für ein Tower? Wo? Da drüben? DZP, Europäische Zentralbank. Ah. Boah, der hat richtig Strömung da, mein ey. Ja. Deswegen darf man auch nicht schwimmen und auch keine Schiffe fahren. Weil durch den Hochwasser ist die Strömung stark. Ich weiß. Durch den Hochwasser ist die Strömung stark geworden. Deswegen ist das Schifffahrt auch verboten. Ja. Ja. Wenn du da reinspringst, bist du tot. Du gehst unter, ja. Lauter Strudel, schau. Ja. Siehst du, die Wirbel? Mhm. Oh. Hier doch, oder? Ja, ja, ist andersrum. Like, ja. So, du bist da mit drauf. Ja, dann müssen wir es auch noch weiter. Ja, scheiße. Das ist doch hier, oder? Ist doch hier besser. Eigentlich wäre das Beste da vorne, weil da ist kein Strebe. Ah, gut. Machen wir da vorne. Da fliegt mir ein Flugzeug. Mit dem Nebel, ne? Ja.
Hier ist am besten. Cool. Guck mal, die wackeln schon mal. Ja. Hier ist das schon mal. Ja, ich bin zu schwer, ich weiß. Die muss wackeln. Ja. Wo ist der Ehre, Marius? Der, ja. Da ist doch hier, in Frankfurt ist das, oder? Ehre, Marius. Warum treffen wir ihn hier, oder? Hier kannst du machen, ist das. Hä? Hier kannst du machen. Ja, können wir machen. Hier machen wir. Ja, dann ist das so. Und da musst du dich umdrehen. Da bist du drauf. Ja, ein Daumen hoch. Daumen hoch. Ja, musst du da. Was soll das mal hier? Das kommt ja nicht. Haben wir so rund? Hast du einmal Panorama? Ja. Muss man alles langsam machen? Sonst merken die doch Leute. Oh, es ist zu schnell. Ja, bitte schnell. Schwimmen. Ja, das war's eigentlich. Müssen wir mal hier so machen können, Sebastian? Müssen wir eigentlich so mit der Kamera rumgehen, oder? Ne, müsst eigentlich die Kamera so rumgehen. Ach so, okay. So. 360 Grad, jetzt ja. Wieder schwindelig, ne? Ja. 360 Grad. So, wir waren 360 Grad. Was Neues, gell? Und jetzt ist es allen Leuten schlecht. Ja, ja. Wir gehen jetzt in die Stadt. Genau. Schön ist der Tower. Ah, das ist einfach schön, oder? Müssen wir nach Köln oder Düsseldorf, oder? Oder Hamburg, Berlin, München? Ist jetzt von hier. Köln ist nochmal 200 Kilometer weg. Ah. Ungefähr. Das ist ein Safe Point hier. Definitiv. Der eiserne Steg sowieso. Oder das Sammelsteller für TikToker, YouTuber oder Instagrammer. Da drüben ist die Brücke von mit dieser Scheiße auf eurer Stadt. U-Bahn. Der Sänger da, der wo auf der Brücke stand. Ah! Das ist die Brücke da drüben. Ja. Und da ist auch unten drunter dann die U-Bahn. Ah. Ach, das Lied Dorf, wir sind alle Dorfkinder. Ist da gedreht? Ja, da drüben ist Dorfkinder. Wir sind alle Dorfkinder. Okay. Ja, das wurde hier gedreht. Und jetzt verlassen wir Brücke. Welche Richtung? Da und da? Ja. Das ist mal kein Tool, ne? Ist so. Ha? Ey, die Brücke, die wackelt total, ne? Ja. Die wackelt schon seit 50 Jahren. Ja. Seit 50 Jahren. Wo ist dann die Eisenbahn hier? Die fährt da in der Museumseisenbahn. Ah! Dampflok. Ja. Muss man wissen, wann sie fährt. Ja. Cool. Schöne Glocken läuten hier. Was ist das? Glocken. Ja, wo? Ah. Ah, da. Und wo weißt du, wo wir hingehen? Wir gehen jetzt davor. Und dann gehen wir da in der Zeile essen. Mai Zeile. Da können wir essen gehen. Okay. Das machen wir jetzt Christus. Ja. Die Glocke sagt ja. Sagt ja, oder? Ja. Was ist das für ein Freund? Sebastian, was ist das für ein Mann? Sebastian! Oh,
Auch gut. Boah, guck mal hier. Ja, musst aber aufpassen, dass die Leute filmen, gell? Ja. Das ist ein Job, die schreiben nicht an, sondern du musst es auf die Schule. Ja. Halt, hör mal. Das ist cool gemacht. Jetzt geht's hoch. Yeah. Servus. Ja, es geht's hoch. Grüß Sebastian. Ja. Dann Tunnelblick haben wir jetzt hier mal drücken. Das ist doch die längste Rolltreppe, gell? Ja. Zeil, mein Zeil, das Einkaufszentrum. Stell dir mal vor, die Bremsen würden versagen. Und dann? Dann würden sie zurückrollen so. Ja. Das geht ewig lang. Ich finde das voll cool, dass es so lang geht. Ui. Und das ist noch gleich hier oben. Yeah. Da ist der Engel. Geschafft. So, wo haben wir jetzt hier was zu essen? Ja. Was auch für Touren? Ja. Hier ist alles voll. Alles voll. Hab's vergessen hier. Was auch so schön ist, ein Kaufhaus. Einkaufszentrum. Du kriegst alles, was du willst hier. Ja. Ich hab eine Idee, ist das Kaufhof oben. Das ist die letzte Chance, weil sonst wüsste ich jetzt auch nicht wo. Schade, dass wir den Ehrenmann aus der Nummer nicht haben. Der könnte bestimmt Sachen essen können hier. Ja, Döner, der kennt so gute Döner dann, oder? Auch so verlinkt wie der vom Flughafen. Hä? Also, er hätte sich auch so verlinkt, der Ehrenmann. So, also, weißt du, was verlinkt ist, so dass er halt irgendwie der Name ist halt. Keine Ahnung. Was soll ich sagen? Ich stehe vor, der Johannes würde hier singen. Ja, das war hier. Hat da viele Publikum. Aber ich glaube, hier darfst du nicht vor der Sänger, da kam die Rechte dann. Ja, ich glaube auch. Hier wird alles geregelt. Sind wir schon draußen, oder? Ja. Ich
Technomaster. Oh, der Astronaut. Die Raffe. Das Rocket. Das Rocket. Ja, von Ding, oder? Von Five Night, oder? Nee. Das ist von, wie heißt es nochmal? Marvel. Wie heißt es nochmal? Name nochmal. Egal. Guck, hier ist der Adventure Store. Cool. Harry Potter. Avengers Tower. Avengers Tower, schon. Dass der Tower draußen gebaut wird. Ja. Vor. Ja. Garden of Galaxy. Hat er geheißen. Ah, dass so der Rocket dabei war. Ah, das Bergenschloss schon wissen wir. Und ganz besonders der Ausgang. Oh ja. Bis bald. See you soon. Wir sehen uns bald wieder. Ja. Ciao, 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 ciao. Goodbye to you. Ach, jetzt geht's hier durch. Durch eine Halle. Die Ruhmeshalle. Ja. Schaut aus wie eine Ruhmeshalle. Ton und Dachs ist. Und jetzt sind wir draußen. In den Hof, ja? Ja, in den Hof. Auch so mächtig, ne? Ja. Und da die Skyline schon. Wow. Das linke Gebäude siehst du gar nicht. Verdeckt. Durch ja, weiß ich. Die Jacke ist so warm. Das ist doch gut. Das ist doch gut, dass sie warm ist. Haben sie was verloren? Five Night. Five Night at Freddy's. Five Night at Frankfurt. Oh. Gut. Gut. Hier, der Main Tower. So, wir sind jetzt die letzten, wo wir hier drinnen reingekommen sind, ne? Die allerletzten. Machen wir schon wieder zu. Die waren schon wieder Feierabend. Jetzt geht's hoch. Aufs Dach. Gut gemacht. Das ist ein Bildschirm von den Dingen. Das sind wirklich ganz gut. So. Das gleiche rein. Hörst du? Maximal 10 Personen. Die machen 65 drauf. 10 Personen. Ja, da kommt jetzt. Das ist der kommt auch nicht. Der kommt dann. Ja. Lass mich aufgehen. Gut. Dann kann man die Geschwindigkeit sehen, ne? So, ein bisschen. Und er geht hoch. An einem Seil wird es gezapft. Beschleunigung. Voll schnell. Zenk. 18 km schnell. Ich
Gut. Und dann 150 Meter. Und dann 60. 70. Das wäre langsamer. 190. Und jetzt geht's runter. Und jetzt geht's runter. 191. Und angekommen. Ja, ich muss doch alles wieder verstauen. Das Handy. Jetzt geht's hoch. Der Aufzug ist hochschnell gefahren, gell? Der ist schnell, gell? Wie im Porsche oder Ferrari. So. 18 Kammer ist einer der schnellsten Aufzüge in Deutschland. Ich hab mal gemerkt, wie hoch ging. So, herzlich willkommen, Tower. Tower. Das sind 200 Meter über Frankfurt. Ja.
Woche. Der Tower. So. Herzlich willkommen, mein Tower. Sind wir jetzt hier oben? Ja, ist ja viel. Ist sehr viel los hier oben. Wir sind jetzt ganz oben, 200 Meter. Du musst einfach, ich weiß, es ist schon mal schwierig. Ein Bild von mir? Aber du musst dir einfach weniger ins Gesicht anlegen. Okay, das möchte ich nicht machen. Alles gut. Nein. Ich hoffe, ich runter. Das ist das hier über die Automasse. Ja, vorne. Ja. Schönes Bild, oder? Ja. Kann ich ewig bleiben hier? Ja. Das hier ist Glas, das sich auch weiß ist. Ja. Eine Runde gelaufen. Hast du das gemacht? Was ist eigentlich in der Stadt los? Viel, ne? Vor mal ein Böller oder was zu hören und da ist gerade so hier alles los. Guck mal, da ist der Flughafen schon. Hast du vorhin ein paar Böller gehört und jetzt hier die ganze Zeit hier? So, ja, gell? Ha? So ein bisschen Schiss. Schau mal die kleinen Männchen unten auf der Zeile an, wie klein die sind. Hörst du es nicht? Ja, ja, überall geht es, ne? Blau Licht. Wie hast du hier was los ist? Glaube ich nicht. Das ist so viel. Unter uns fahren die. Feuerwehr. Kann das gleich auch machen? Ja. Das ist die ganzen Bürostühle und so. Ja. Wenn du lieber schaust. Ja. Ja, ich stell dir vor, du arbeitest da oben, ne? Dann hast du es echt geschafft. Ja. Weißt du, so ein eigenes Büro und so? Ja. Also ich geh mal auf Seite. Danke. Alles gut. Bitte, bitte. Jetzt ist aber niemand. Genau. Es ist schon ganz schön was los, ne? Immer noch. Ja, das ist ja
an, ne? Ja? Was ist das? Fahr vor der Erfahrung, pass auf. Das ist halt normal, oder? Der Turm hat auch ein bisschen. Ja, wie letztes Mal. Weißt du das? Ja. Das ist normal mit Hochhäuser. Wir müssen wackeln, ja. Ja. Ja, sag ich doch. Die Straße ist es. Die. Ja. Ach so, ja. Der Bahn. Ach, da ist der Bahnhof. Das ist die Gleise sogar, wenn du reinschaust. Bahnhofsgleise, ja, ja. Bahnhofsgleise. Schön hier. Es ist schon mal ein Tag hier oben, jetzt sind wir über Nacht, ne? Ja, wenn es dunkel ist. Wenn alles schläft, ne? Alles schwarz. Gleich, warte mal, mach's noch kurz fertig. Dann mach ich Foto. Sparkasse. Wie viele Handys liegen schon, sind hier runtergefallen? Viele Leute gehen zu nah an den Rand ran und machen so Selfies. Viele bestimmt. Aber dann kann schnell das Handy runterfallen. Meine GoPro ist hier mit einer Sicherungsseife an meiner Hand festgemacht. Also wenn ich die fallen würde, ist es für... Hast du nicht mehr irgendwo was verloren? Du hast doch irgendwas mal verloren, oder? Von der GoPro. War das ein Akku irgendwie? Irgendwas hast du mal verloren. Ich glaube, das war in der Fränkischen Schweiz. Ich glaube doch, da hast du irgendwie... Da hast du gesagt, nee, du hast noch, das war bei der Höhle da. Du hast irgendwas verloren und dann so, ach ja, nee, ich, da hast du dann gemeint, du holst es dir nochmal neu oder so. Ach, das alte Gestänge. Ja, genau. Die alte Kimbel. Ah, die gibt's nicht mehr. Stimmt, ja. Die neue Kimbel hat es nicht mehr. Die alte Kimbel hat ja so Schrauben gehabt und die genau, haben sich gelöst und dann bin ich aufgepasst, waren die weg. Und hier sind es ein Gewinde, aber es geht nicht raus. Das kannst du fest oder locker machen. Das haben sie besser gemacht halt. Das war's. Das Gimbal. Die haben die Gimbal verbessert und seitdem haben sie das Problem nicht mehr. Weil früher sind ja gar keine die Teile verloren gegangen. Und dann auch gebrochen, kaputt gegangen. Und ja, da haben sie neue Modelle gebracht und die sind besser. In der Nacht schaut es echt cool aus, ey.
Ja. Und wir sind hier oben. Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir zum Auto, weil es wird das Parkhaus teuer. Genau. Ach, das ist Frankfurt, das wird wahrscheinlich teurer. Mit dem Aufzug, also da kannst du hier gehen, ne? Jo, der Aufzug. Das ist einfach nur hier cool. Und wenn es reinkommt, da runter, merkt man, der Wind wieder warm. Also hier ist die Aussichtsplattform, Oberstationplattform, ist echt sehr empfehlenswert. Ach, da gibt es die Handys, wo runtergefallen sind. Ja, wenn die Handys hintergefallen sind, dann liegen die da. Hast du schon gesehen, oder wie? Nein, da ist eine Tür und da kannst du rausgehen. Okay. Da ist eine Tür. War gut, oder? Ja. Nehmen wir die extra. Ja, Spaß machen, Aufzug. Also hier sind wir jetzt wieder in den Raum und auf dem Aufzug und da ist Fitnessstudio. Ja, der Bremen Time Fitness. Primetime. Ja, Primetime. Primetime. Primetime Fitness Studio. Ja. Studio. Das sind schon die ersten. Man hört jetzt mit dem Aufzug, wenn diese Gewinde wieder hochdreht und runterdreht. Ja. Mit Mutzgeschwindigkeit. 18 km/h pro Kilometer pro Stunde. 18 km/h pro Stunde. 130. Ja, es geht schnell runter. Du darfst die Aufzugwand nicht anlangen, ja? Was, wieso? Weil sonst drückst du den Aufzugwand nach außen, dann kann er stecken bleiben. Ah, gut. Gut. Jedenfalls mit 18 km/h pro Stunde fallen wir runter. Und fällt auch mal auf, also. Spürst du auch was in den Ohren? Nur ein bisschen. Ne, beim Flugzeug ist aber immer was kauen. Das ist wie beim Flugzeug fliegen. Man gewöhnt sich dran. Und jetzt bremst er. Das war's. Nochmal! Willst du nochmal hoch? Schau nochmal, geht das? Hat er nix. Gut, jetzt geht's noch hoch. Und wir beschleunigen und wir beschleunigen auf 18 km/h pro Stunde. Die Kilometerzahlen pro Stunde. 18 km/h ist Mutzgeschwindigkeit, wenn es hochgeht. Und das sieht man auch so, wie hochfährt am Bildschirm. Wahnsinn. Jetzt spüre ich keinen Druck, ja doch, jetzt kommt der Druck wieder in Ordnung. Man gewöhnt sich dran. Ich hab nichts mehr. Jetzt bremst du wieder. Wir bremsen wieder. Gut. Yeah. Yeah. Ach, so leer. Fahrziel. Und es geht runter. Ja, nächster Halt, nicht an Ausgang. Ach, das stimmt doch gar nicht. Doch? Ah, wenn es hüpft, dann wieder stecken bleibt der Stecken halt. Ja, auch wenn du die Aufzugswand von innen nach außen drückst. Ah, ja, gut. Passiert bei uns immer, wo ich arbeite.
Aber das ist ein hochmoderner Aufzug. Geht schnell, ne? Runter geht's immer schneller als hinauf. Von außen schaut es richtig schnell aus, glaub mir, wenn du das von außen sehen würdest. Aber keine Angst, wenn der mal versagt, er hat immer Notbremsen, die bremsen sofort. Ja. Wenn er zu schnell wird, dann oder pssst, Notbremse ein. Oder so rein, ja. Dann hält er. So. Okay. Lauf wieder sein Aufzug. Was? Ja. Was? Hopp. Wiedersehen. Goodbye, Trio. Jetzt komme ich. Yeah. Goodbye. Und das war cool, ne? War wunderbar. Ja. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Ein Aufzug. Frankfurt von oben auf 200 Meter ja. zu sehen. Ja. Das ist immer eine interessante Sache. Wir waren heute am Flughafen, aber haben jetzt wie gemerkt, ein Flugzeug, gell? Ja. Das ist Druck drin, ja. Ja. Also, wie hat der Rundgang uns in Frankfurt am Main gefallen? Gemacht, oder? Ja. Mal am Abend, oder? Ja, siehst du, ich hatte letztes Mal in Nürnberg gesagt, nach Frankfurt. Hab ich gewusst, dass wir in Frankfurt sind, oder? Weißt du immer? Ja, vor allem mal von Abend, ne? Ja, wir haben letzten Abend noch gesagt, nach Frankfurt. Immer Frankfurt, ich weiß nicht, gesagt, in Nürnberg. Jetzt sind wir in Frankfurt, gell? Ja. So, ihr lieben Zuschauer und Zuschauer, das war's. Hier von unserer Tour in der Frankfurter Innenstadt. So, wir kommen zur Landstadt noch. Jetzt tun wir beide uns verabschieden. Und sagen euch auf Wiedersehen. Ciao, gell? Aus Frankfurt am Main, die beste Stadt. Im Herzen von Europas. Wir sind wie Link und Clyde von die echten Namen. Zwei Linken sagt, ich bin der Mann mit dem Plan und da ein Kumpel ist. Das sind wir die zwei Männer mit dem Plan und haben euch einen Plan gezeigt in Frankfurt Innenstadt. Und das eigentlich hätten wir das heute als Vlog machen können. Vlog? Als Vlog. Vlog. Wir hätten heute das als Vlog machen können. Als vielleicht beim nächsten Mal. Vlogge? Hm. Als Vlog. Vlog. Also das ist, wenn du auf YouTube dein Leben für einen Tag präsentierst. Also Vlog, ne? Das ist so, du nimmst die Leute mit für einen Tag in dein Leben. Und das war heute so eine Art wie ein Vlog, wo du die Leute eigentlich mitgenommen hast, was du heute machst, ne? Ähnlicherweise, ja. Es war eine Reiseführung. Es war eine Reiseführung. Hast du so geplant? Kann man auch sagen, ne? Ich habe euch die Stadt nochmal gezeigt, dass wir waren die zwei Männer mit Plan. So schaut es nicht aus. Wir haben das durchgeführt und haben es gehabt. Denn wo ein Abenteuer ist, bin ich dabei. Und ich auch. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir werden uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen guten Start in der neue Woche, Schulwoche oder Ferien. Nee, Ferien habt ihr in der Schulwoche und Arbeit hier. Die meisten beginnen, die Urlaub hatten, Weihnachtsurlaub oder Weihnachtsferien, sind hier vorbei. Und klar, für die beginnt ein neues Schuljahr oder neue Arbeitswoche in diesem Jahr. Denn jetzt ist es gerade das erste Wochenende in diesem Jahr. Und hiermit sagen wir Goodbye to you. Und weißt du, was erst machen wir das? Jetzt machen wir erstmal so. Geht auf dann aus. Gehen wir zur Kamera. Jetzt mache ich so. Jetzt machst du so. Gut. Und dann ciao. Yes. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Justus, Game Over. Overnight and out. Aus mit Kamera. Wetten? Yo, Mirage! Ich bin doch nicht mal an! It was all a dream! Dreamte dein Song, denn so hieß es. Oder er zerfällt in tausende Pieces. Mach die Augen auf und du siehst es aus dem Bauch aus. Releases, der Aufstieg des Biestes. Ich bin der Rächer der Verdammten. Represent die ganzen Menschen, auf die man trampelt. Sie kennen es, wie ich handel. Mentalität am Rande. Ey, da sind nie mehr zu dieser Chap-Energie imstande. Dieser Krieg im Rahmen eurer Möglichkeiten. Wollt euch nur mal kurz erinnern, dass wir in mein Königreich sind. Mit all den Höflichkeiten, ich war immer schon der Größte, wer doch noch der Größte bleiben. Scheiß
scheiß auf die Computer-Trolls. Wenn ich komm, ist Gänsehaut wie letztes Jahr beim Super Bowl. Gänsehaut wie das Hologramm der Tupac-Show. Gänsehaut wie Coolio, damals in der Schule, Bro. Es war alles nur ein Traum am Anfang. Ich hab lange dran geschraubt, verdammt lang. Aber hat man mich geglaubt, nicht die anderen. Und jetzt baller ich es raus wie eine Pump-Pump. Du hast in dir tief einen Traum. Deshalb hörst du nie damit auf. Das Leben ist ein Spieß, guck auf. Lass einfach das Spieß aus dir raus. Mein Hustle, mein Drive, meine Passion. Mein Willen schafft dir keiner zu brechen. Ich hab die Bestie einfach befreit. Und für nächste Mal weißt du Bescheid. Rise of the Beast, der Grind, er stoppt nie. 90s Beats ist der Vibe, den ich lieb. Schließ dich ein, eat, sleep, rhyme und repeat. Das kann alles dir gehören, so weit wie du siehst. Was für euch eine Riesenstress ist, ja für mich ganz regulär. Mühsam hatte nichts zu essen, kam mir mit dem Elend her. Brüder wollten mich schon kennen, gab euch meine Seele her. Früher habt ihr mich belächelt, bam, jetzt bin ich legendär. Sie wollten mich am Boden sehen, von Prodigy zur Koryphäe. Das ist meine Odyssee. Von den Ausreden tun mir die Ohren weh. Wer ist so oft aufgestanden, kämpft für einen Ohren weh? Hype verjährt, doch ich steig an Wert. Meisterwerk! Es war alles nur ein Traum am Anfang. Ich hab lange dran geschraubt, verdammt lang. Aber hat man mich geglaubt, nicht die anderen. Und jetzt baller ich es raus wie ne Pump-Pump. Du hast in dir tief einen Traum, deshalb hörst du nie damit auf. Das Leben ist ein Spieß, guten Lauf. Lass einfach das Spieß aus dir raus. Mein Hustle, mein Drive, meine Passion. Mein Willen schafft dir keiner zu brechen. Freunde.